Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Folge der Cannstatt Study Hour. Wir werden uns heute mit unserem Quartalsthema Erziehung und Bildung beschäftigen. Und das heutige Thema der Lektion Nummer 4 lautet Die Augen des Herrn, das biblische Weltbild. Mein Name ist Panayota Tsiatsiou. Ich werde auch Jota genannt und bevor wir anfangen, in die Lektion einzusteigen, möchte ich gerne ein Gebet mit euch sprechen. Lieber Gott und Vater, wir möchten dir danken, dass du der Anfang aller Weisheit bist. Bitte, Herr, segne du jetzt unsere Gedanken, segne du das gesprochene Wort und hilf, dass wir, indem wir etwas mehr über dich erfahren, etwas mehr auch über dich nachdenken, dass unser Charakter immer mehr auch sich verändert, dir immer ähnlicher wird. Wir danken dir, Herr, für das, was du versprochen hast, dass du uns mit deinen Augen leiten wirst. Amen. Wenn wir uns über Erziehung und Bildung Gedanken machen, können wir nicht den Punkt ja umgehen, das Weltbild außer Acht zu lassen, welchem Erziehung und Bildung ja stattfindet. Denn wenn wir erziehen und für die Bildung junger Menschen wirken, ob wir es wollen oder nicht, ganz automatisch vermitteln wir unserem Gegenüber ein Weltbild, an das wir glauben. Auch in Gesprächen mit Erwachsenen tun wir dies, denn unser persönliches Weltbild ist eigentlich das Fundament, auf denen unsere gesamten Gedanken und auch Gefühle aufgebaut sind. Diese bewirken unsere Handlungen und bilden somit unser Leben. Unser gesamtes Leben, kurz gefasst, ist der Ausdruck unseres persönlichen Weltbildes. Unser kompletter Lebensstil spricht genau das aus, was wir über die Welt, in der wir leben, glauben. Zum Beispiel das Essen, das wir essen, wie wir uns kleiden, wie wir unsere Freizeit verbringen, gehören da hinein. Aber vor allem Werte, die wir unseren Kindern weitergeben, sind diesem persönlichen Weltbild unterstellt. Gedanken über den Ursprung und unser Schicksal sind darin ebenso enthalten. Also das, was unsere Existenz überhaupt ausmacht. Auch Medien formen unser Weltbild. Und weil das Weltbild das Menschenbild formt, das sich für uns als Wahrheit präsentiert, ist es sehr wichtig, in Bezug auf die Medien gut auszuwählen, wie ich den Umgang mit diesen gestalte. Für mich selbst und natürlich für meine Kinder und Schüler. Doch dieses Thema behandelt dieser Vortrag nicht, denn es geht ja jetzt heute vor allem um die Augen Gottes, also darum, welches Bild die Bibel über die Welt und den Menschen enthält. Die Bibel hat den Anspruch auf Wahrheit. Deswegen nennt man sie auch das Buch der Bücher. Jesus sagte, die Wahrheit wird euch frei machen. Deswegen wird es jetzt in diesem Vortrag vor allem darum gehen, welche Wahrheiten für uns persönlich wir aus der Bibel entnehmen können. Es soll auch hier und da eine Abgrenzung gemacht werden von Wahrheiten, die die Bibel gar nicht so darstellt, aber die durch eine falsche Rezeption entstanden sind. Es ist wichtig, hierbei vor allem Primärliteratur zu verwenden. Und das heißt ganz direkt in unserem Fall, dass wir die Bibel allein aus sich sprechen lassen. Sie ist die einzige Grundlage für das Weltbild, das sie uns präsentiert. Und das heißt jetzt nicht, dass auch andere Autoren nicht zitiert werden können. Doch klar, das werde ich auch tun, aber nur um eine Wahrheit aus der Bibel in schöne Gedanken zu fassen, die von anderen als Kommentar ausgedrückt werden, nicht als Interpretation. Also das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Bibel wird aus sich selber sprechen und nur kommentierend werden andere Autoren hier jetzt herangezogen. Eine Frage vorab. Gibt es eine Religion oder ein philosophisches System, das dem menschlichen Leben einen höheren Stellenwert einräumt als die Aussage des Christentums, dass der Mensch der geschaffene, geliebte Bildträger des einen Gottes ist? Lasst uns dazu die Bibel aufschlagen. Ich werde hier meine Bibel, habe ich hier vorne, ich werde mich an dem schriftlichen Konzept hier entlang
orientieren, aber wer zu Hause eine Bibel hat, der darf gern 1. Mose 1, Vers 27 aufschlagen und darin steht Folgendes. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Was bedeutet es, ein Mensch zu sein nach dieser Aussage? Eine der wichtigsten Aussagen der ganzen Bibel. Jegliche christliche Erziehung und Bildung muss diesen Satz so sehr verinnerlichen, dass seine Aussage das wahre Ziel unserer Aufgabe darstellt. Der Mensch als Abbild Gottes. Der höchste Wert und das höchste Maß an Würde wird hier durch diesen Vers ausgedrückt, der den Menschen zugesprochen werden kann. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass der Mensch selbst Gott sein kann. Und das zeigt die Bibel sehr deutlich, dass Gott allein Anbetung gebührt, da er Schöpfer und Erlöser zugleich ist. Doch später dazu mehr. Doch wie ist dieser Gott? Wie ist sein Charakter? Diese Frage müssen wir wahrheitsgemäß beantworten und anhand der Bibel die richtige Antwort darauf geben. Nur allein anhand der Bibel sollten wir uns mit biblischem Wissen bilden lassen. Denn wenn wir andere Quellen heranziehen, erhalten wir womöglich ein falsches Gottesbild. Und das wäre sehr verheerend. In diesem Vortrag, der das Weltbild der Bibel aufzeigen soll, wird außerdem das Bild Gottes sehr thematisiert. Denn wir haben gesehen, dass das Gottesbild und das Menschenbild zusammenhängen. Also das eine prägt das andere. Vorab möchte ich euch sagen, dass ich wirklich sehe und anerkenne, dass auch eine große Gefahr darin liegt, die aus sogenannten christlichen Familien herrührt, die das Bild Gottes total falsch verstehen und nicht unseren Gott der Bibel, also einen Gott der Liebe und Vernunft, ihren Kindern präsentieren, sondern Gott als grausam, rachsüchtig erscheinen lassen. Dadurch wird vor allem an den Kindern körperliche und geistige Gewalt verübt, die oft schwere bleibende Schäden hinterlässt. Deswegen brauchen wir Klarheit hier. Das heißt nicht, dass Gott vollständig erklärt werden kann, nein. Aber es ist wichtig, mit falschen Lehren aufzuräumen, die seinen Charakter betreffen, seine Beziehung zu seinen Geschöpfen und zum Beispiel sein Wort bezüglich der Wissenschaft. Das werden wir hier auch ein Stück weit betrachten. Und weil unser Gottesbild, unser Weltbild formt und unser Weltbild das Menschenbild prägt, ist es wichtig, dass wir alles aus dem Buch der Bücher entnehmen, aus seinem Wort. Denn sein Wort ist die Offenbarung seiner selbst. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass das Weltbild sich auch mit der Frage über Schicksal beschäftigt. Und ich möchte doch wissen, wie erhalte ich ewiges Leben? Und im Johannesevangelium heißt es, in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also können wir hieraus lesen, dass unser ewiges Leben davon abhängig ist, ob wir Gott erkennen. Gott spricht uns in Psalm 32, Vers 8 so an. Er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt also, ich erhalte Gottes Augen, um ihn zu sehen. Damit ist natürlich der Heilige Geist gemeint, den wir brauchen und von Gott uns schenken lassen müssen, um Gott selbst sehen zu können. Nur so können wir seinen wahrhaftigen Charakter erkennen. Und wie gesagt, wenn wir Gott erkennen, so haben wir ewiges Leben. Auf die Bibel ist wirklich Verlass. Als Menschen vor Jahrhunderten und auch damalige Eliten noch gar nicht wussten, dass die Welt eine Kugel ist und sie als Scheibe in ihrer Kosmologie beschrieben, hätten sie lieber genau im Wort Gottes gelesen, wie die Bibel beschaffen ist. Im Alten Testament wird die Erde nämlich als das beschrieben, was sie wirklich ist, als eine Kugel, die im Universum schwebt. Das Buch der Bücher vermittelt damit auch die moderne Sichtweise der Naturwissenschaft. Und so heißt es in Hiob 26, Vers 7, er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Also die Erde schwimmt also nicht auf einem Urozean wie antike,
wie antike Mythen uns lehren, noch steht sie auf einer festen Unterlage. Bibelleser wussten bereits in vorgehenden Jahrhunderten, die Erde schwebt frei in einem sie umgebenden Hochvakuum. Und in Jesaja 40, Vers 22 können wir ebenfalls lesen, er ist es, der da thront über dem Rund der Erde. Im Hebräischen steht dort, wo Rund steht, Chuk, was so viel heißt wie Kreis oder Kugel. Aber die Bibel weist uns auch auf weitere, auf Sternbilder hin. Und daraus können wir auch wichtige Wahrheiten entnehmen. Und zwar sind das der Orion, das Siebengestirn, die Plejaden, anders ausgedrückt, und der große Bär. In Hiob 38, Vers 31 bis 32 redet Gott zu Hiob und weist auf seine Macht hin, die viel größer ist als die Macht Hiobs. Kannst du das Gebinde des Siebengestirns knüpfen oder die Fesseln des Orion lösen? Fragt Gott Hiob. Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Und sehr bemerkenswert dabei ist, dass das Siebengestirn hier als etwas Geknüpftes dargestellt wird. Denn heute wissen wir, dass tatsächlich die Sterne gleich weit von der Erde entfernt sind und von der Gravitation her zusammenhängen. Und der Orion, der mit einer gelösten Fessel in Verbindung gebracht wird, besteht aus Sternen, die gleich hell erscheinen und doch einen Entfernungsunterschied bis zu 1800 Lichtjahren aufweisen. Außerdem driften die Sterne auseinander. Hiob und seine Zeitgenossen konnten das nicht wissen, weil man das mit dem Auge bloß nicht beobachten kann. Aber Gott hat sie geleitet, das so niederzuschreiben. Ist es nicht wunderbar? Und es gibt noch weitere Wahrheiten in der Bibel zu entdecken, die unheimlich beeindruckend sind und die uns alles lehren, wie großartig, die uns lehren, wie großartig unser Gott ist und sein Wort und wie zuverlässig, wie vertrauenswürdig er ist. Und wenn wir sein Wort im Original lesen, dann lernen wir ihn wirklich kennen. Es ist verheerend, wenn kluge Menschen die Bibel oder Gott aus Sekundärliteratur kennenlernen, also zum Beispiel aus Schriften über die Bibel oder aus traditionellen Überlieferungen, aus dem Moralkodex womöglich anderer Menschen. Und es gibt sogar Menschen, die lehnen die Bibel ab, obwohl sie sie nicht einmal ansatzweise gelesen haben. Und dadurch können ganz falsche Weltbilder in unsere Welt hineindriften. Und diese falschen Weltbilder über Gott und den Menschen betreffen dann unseren Alltag. Und das sind nicht bloß theoretische Gedankenkonstrukte. Dann wäre es ja egal, man könnte das ja vernachlässigen. Aber ja, diese Gedanken haben Kraft, ganze Gesellschaften zu formen und zu bestimmen. Man kann es so ausdrücken, dass unser Alltag von dem beeinflusst wird, was wir, aber auch was andere denken. Viktor Frankl, ein berühmter Psychiater, der das Konzentrationslager überlebte, sagte mal Folgendes, und ich zitiere hier seine Worte. Er sagte: Ich bin absolut überzeugt, dass die Gaskammern von Auschwitz, Treblinka und Majdanek letztendlich nicht in irgendeiner Ministerialabteilung oder ähnlichen in Berlin vorbereitet wurden, sondern an den Schreibtischen und Hörsälen nihilistischer Wissenschaftler und Philosophen. Und diese Aussage zeigt uns, wie sehr wir verantwortlich sind, was wir an unseren Universitäten lehren. Gesprochenes, Gesagtes, Gedachtes hat immer eine Auswirkung auf das Leben. Das kann sich im Kleinen auswirken und auch, wie wir gerade gelesen haben, Auswirkungen von einer gesamten Generation haben. Je nachdem, welchen Einfluss man dem Denker in unserer Gesellschaft einräumt. Deswegen müssen wir uns in Bildungsanstalten sehr genau überlegen, welche Themen wirklich relevant für Jugendliche und Heranwachsende sind. Und es geht nicht darum zu zensieren, sondern Theorien über die Welt, über den Menschen zu Ende zu denken und diese in einen umfassenden Zusammenhang zu stellen.
egal welche Themen das sind. Die Frage, die uns als Christen interessieren sollte, ist die, ob Gedanken, Theorien, Haltungen im Angesicht der Wahrheit eines liebenden, treuen, vertrauenswürdigen Gottes standhalten können. Jetzt schauen wir uns einfach mal beispielhaft kurz Nietzsche an. Ein wichtiger Philosoph, er wird als Nihilist bezeichnet, der unsere westliche Kultur, vor allem die Eliten des 20. Jahrhunderts, stark geprägt hat. Nietzsche sagte, und diese Aussage kennen viele, Gott ist tot. Und daraus resultierend führte er Werte ein, die sein Welt- und Menschenbild ausdrückten. Und wir kennen zum Beispiel den Ausdruck über sein Konzept eines Weltbildes, das sich Wille zur Macht nennt, oder das Menschenbild, das er prägte, vom Übermenschen. Das Dritte Reich zum Beispiel bediente sich unter anderem auch dieser Begriffe und Ideen, formte diese Termini um und fügte sie in seine eigene Weltanschauung ein. Eine Weltanschauung, die den Menschen als Produkt von Vererbung und Umwelt ansieht. Aber der Gott der Bibel sagt im Buch des Propheten Jesaja und warnt uns. Er spricht hier eine Warnung aus in Jesaja 5, Vers 20, dort nachzulesen. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Deshalb ist Weltanschauung wichtig. Wir brauchen persönlich einen klaren Standpunkt hierüber, damit wir Gutes vom Bösen unterscheiden können. Menschen können viele gute Dinge tun, zum Beispiel ihre Familien sorgen, ihre Frauen lieben, Verantwortungsbewusstsein und trotzdem für Gräueltaten verantwortlich gemacht werden, wie zum Beispiel damals die leitenden Personen im Dritten Reich. Sie hatten ein ganz verqueres Weltbild und dadurch ein Menschenbild, welches ihnen erlaubte, Machtansprüche über bestimmte Menschen zu erheben und auch viele andere damit zu verführen. Schauen wir uns auch noch einen anderen Bereich an. Wie sieht es denn mit der Wissenschaft aus? Haben wir uns schon einmal Gedanken über die Evolutionstheorie gemacht, die als naturalistisches Weltbild bezeichnet wird? Wo ist denn da der Wert des Menschen? Was ist Wissenschaft überhaupt? Sie ist sehr oft mit Fehlern behaftet und das lehrt uns nur allzu deutlich die Geschichte. Und doch erlauben wir ihr, unser Weltbild zu bestimmen. Fast 2000 Jahre lang glaubten die gebildetsten Menschen der Welt, die Erde stehe unbeweglich im Zentrum des Universums. Und heute glauben die klügsten Menschen, dass sich der Mensch aus einer einfachen Lebensform entwickelt habe. Ja, es ist wichtig, dass wir persönlich eine Entscheidung treffen an das, was wir glauben. Und jeder von uns tut dies, ob bewusst oder unbewusst. Und ich persönlich glaube an die Bibel, weil ich an eine hohe Sichtweise des Menschen glaube. Und dabei spielt es keine Rolle, ob unser Weltbild sich allein auf Gesehenem aufbaut. Auch das, was unsichtbar für uns ist, spielt eine große Rolle. Die Bibel vermittelt uns zum Teil Bilder, die wir bisher nie gesehen haben, aber mit unseren Augen des Glaubens sie sehen können, die so gewaltig sind, dass sie unser Leben und Denken beeinflussen. Dieser Gott der Bibel sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten und damit meint er, dass er uns mit den richtigen Gedanken ausstatten möchte, damit wir gute Entscheidungen für unser Leben treffen können. Die Schöpfung des Menschen in der Bibel ist so beschrieben, wie ich es im Folgenden zusammenfassen werde, zitiert aus der Feder der wunderbaren bibeltreuen Autorin Ellen White. Sie schreibt, in der Schöpfung des Menschen wurde die Wirklichkeit eines persönlichen Gottes offenbart. Als Gott den Menschen nach seinem Bild gemacht hatte, war die menschliche Gestalt vollkommen in ihrer ganzen Zusammensetzung. Aber sie war ohne Leben. Dann blies ein persönlicher, infolge seines Wesens bestehender Gott den Odem des Lebens in jene Form. Und der Mensch wurde ein lebendiges, mit Vernunft begabtes Wesen. Alle Teile des menschlichen Organismus wurden dadurch in Tätigkeit gesetzt. Und das Herz, die Arterien, die Adern, die Zunge,
die Hände, die Füße, die Sinne, die Geistesfähigkeiten. Alles fing an zu arbeiten und alle betätigten sich nach einem festen Gesetz. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ein lebendiger Gott schuf durch Christum das Wort den Menschen und verlieh ihm Verstand und Macht. Ja, so ist es gemeint, wenn davon die Rede ist, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind. Wir erhalten Leben und gleichzeitig Vernunft. Die Macht, die wir durch Jesus erhalten, ist an sein Wort geknüpft. Der menschliche Organismus, haben wir gelesen, funktioniert gemäß eines innewohnenden Gesetzes, welches ein persönlicher Gott, nicht eine unpersönliche Kraft, in diesen hineingepflanzt hat. Und so, wie wir leben können, aufgrund von Gesetzmäßigkeiten, die der Schöpfer in uns hineingepflanzt hat, so funktioniert auch die Welt, ihr Erhalt, ihr Wohlstand, aufgrund von Gesetzmäßigkeiten, die ebenfalls Gott, also der Schöpfer dieser Welt, für sie bestimmt hat. Doch was ist schiefgelaufen? Die Bibel liefert uns hier Antwort. In Römer 3, Vers 11 können wir eine Antwort darauf erhalten. Und zwar steht darin, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Und auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Ja, die Bibel beschreibt das so, dass der Ursprung alles Leids und alles Übels ist, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Die Gottesfurcht drückt sich aus im Halten der Gebote Gottes. Denn wie bereits gesagt wurde, die Gesetze, die Gott geschaffen hat, erhalten und regeln das Leben. Bei Nichtbeachtung dieser Regeln entsteht dieses Leid, das wir auf unserer Welt sehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns vor Gottes Augen leiten lassen. Das heißt, dass unser Geist sich mit Gottes Geist verbindet und wir so jederzeit für all unsere Entscheidungen und Handlungen Weisheit von Gott persönlich erhalten. Aber wenn doch Gott die Liebe ist, warum gibt es Krieg und Leid dann doch in dieser Welt, wenn Gott doch so stark und mächtig ist und die Welt in 7 Tagen schuf, alle Lebensbedingungen etablierte, warum so viel Krankheit? Kann er denn dieses Leid durch das Einschreiten, kann es nicht einfach verhindert werden, indem er einschreitet? Jesus sagt nämlich, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Das lesen wir in Johannes 5, Vers 17. Ja, wo ist denn Gott, mögen sich viele fragen. Manche denken, es ist vielleicht so, in der Materie steckt Kraft, die Gott da hinein tat einst, aber nun ist die Materie sich selbst überlassen. Sie entwickelt womöglich eigene Energie nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, in die Gott allerdings nicht mehr eingreifen kann. Das könnte doch auch ein Weltbild sein. Aber so ist es nicht, denn die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel zeigt uns ganz deutlich, dass die Natur im Dienst ihres Schöpfers steht. Gott hat die Naturgesetze geschaffen und die Natur bezeugt dadurch seine Intelligenz, seine Gegenwart und Kraft. Das sollen wir erkennen. Erkenne Gott, denn das ist das ewige Leben. Jeder persönlich für sich selbst muss das erkennen. Es gibt keine pauschale Kollektiverlösung. Jeder muss persönlich für sich selber Gott erkennen. Aber während Gott, also die Natur, ein Ausdruck der Gedanken Gottes ist, soll nicht die Natur selbst, sondern der Schöpfer der Natur angebetet werden. Gott benutzt die Naturgesetze für seine Zwecke und wenn er möchte, kann er diese auch aussetzen. Zum Beispiel kennen wir Geschichten aus der Bibel, in denen mal die Sonne sich zurückbewegt oder für einen ganzen Tag sogar stillsteht. Ein Tier, das spricht zum Beispiel, kommt in der Bibel auch mal vor oder Heilungen, die von Jesus bewirkt werden. Gott ist über alles erhaben.
Das, was jedoch fest besteht, ist sein moralisches Gesetz, was in den 10 Geboten seinen Ausdruck findet. Darin wird der Charakter Gottes offenbart und der ist Liebe. Und sein Charakter ist immer konstant, ist immer Liebe. Sein Gesetz ist ewig, so heißt es in der Bibel. Aber jetzt haben wir immer noch nicht die Frage beantwortet, warum Gott, der doch ein liebender Gott ist, das Leid in der Welt zulässt. Er lässt es zu, weil er den Menschen als ein freies, vernunftbegabtes Wesen geschaffen hat. Und er möchte, dass wir es selbst erkennen, was für bittere Folgen unsere Sünden haben, damit wir damit aufhören zu sündigen. Es gehört zu seinem Erziehungskonzept. Wir haben ja bereits gesagt, dass Gott Erkenntnis von uns wünscht, dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist und auch uns erkennen. Alles, was wir durch die Übertretung seiner Gesetze anrichten. Denn wenn wir die Naturgesetze übertreten, übertreten wir seine Gebote. Und deswegen ist unsere Welt von Krankheit überflutet. Ellen White formuliert das sehr treffend. In dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit lesen wir auf Seite 172, Übertretung verursacht geistige und körperliche Krankheiten. Ja, die Natur wehrt sich gegen jede Übertretung der Gesetze, die unsere Lebensweise betreffen. Sie erträgt den Missbrauch, solange es eben möglich ist. Aber letztendlich hat sie doch Folgen und körperliche oder geistige Krankheiten brechen aus. Dabei trifft es nicht nur den, der sich versündigt, sondern seine Lebensweise wirkt sich auch auf seine Kinder aus und so wird das Übel weitergegeben, von Generation zu Generation. Und deswegen sieht der Zustand unserer Welt, das Bild für diese Erde, in der wir heute leben, sieht oberflächlich gesehen nicht gut aus. Ja, die Bibel ist sehr eindeutig und Jesus hat es in seiner berühmten Endzeitrede vorausgesagt. Wir werden diese jetzt nicht gemeinsam lesen, aber sie steht in Matthäus Kapitel 24 zum Nachlesen bereit. In Matthäus Kapitel 24 wird der Untergang dieser Welt mit dem Untergang Jerusalems in Parallele gesetzt. Und wir stehen heute an der Schwelle von Ereignissen, die ungeheuerlich sind und überwältigend. Die Welt wird sich so umgestalten, so dermaßen umgestalten, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Und tatsächlich, wir spüren das heute, wir spüren das sehr massiv. Es ist wichtig deshalb, dass wir der Realität ins Auge blicken. Wir brauchen ein Weltbild, das auf Wahrheit beruht. Denn nur so können wir uns im Vorteil befinden. Nur so können wir uns vorbereiten auf das, was auf uns zukommt. Also ist das biblische Weltbild ein Weltbild, das über die Maßen negativ ist? Ist das so? Sind Christen Menschen, die überall nur das Schlechte sehen? Man kann es so ausdrücken, dass ein Christ eindeutig ein Realist ist, ja. Er verschließt seine Augen nicht vor der Wahrheit, egal wie negativ, egal wie schwierig und problembehaftet diese erscheinen mag. Aber der entscheidende Punkt ist, und darauf müssen wir uns besinnen, täglich, dass Gott alle Fäden in der Hand hält. Und er ein gerechter und liebender Gott ist. Gott ist immer an unserer Seite. Er lässt diejenigen, die ihm vertrauen, nicht im Stich, egal wie die Umstände erscheinen mögen. Die Bibel enthält viele Versprechen, die ein Mensch persönlich von Gott bekommt. Und hier ist eins, was zu meinen Lieblingsversprechen zählt. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Und das findet sich in den Psalmen, im Psalm 37, Vers 4. Darin steht, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das Weltbild der Bibel ist also von einer inniglichen Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen gekennzeichnet. Ein Christ kann sich das Leben ohne Gott an seiner Seite nicht vorstellen und Gott ist der Geber aller guten Dinge. Jesus sagte mal etwas ganz Grundlegendes zum Weltbild der Bibel. Er sagte, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen.
Deswegen reicht es nicht aus, unser Weltbild allein auf das auszurichten, was wir hier auf dieser Erde erblicken, sondern die Bibel gibt uns Einsicht in Bereiche, die im Moment noch unsichtbar für uns sind. Nicht nur hier auf der Erde begleitet uns Gott, wir haben auch den Ausblick auf eine Ewigkeit mit ihm, die so schön sein wird, dass wir es im Moment nicht einmal in Worte fassen können. Deswegen drückt es die Bibel so aus. Und wir lesen im 1. Korintherbrief, in Kapitel 2 und da in Vers 9, steht geschrieben von Paulus, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Die Welt in der Ewigkeit wird durchdrungen sein von Schönheit, von der wir heute nur einen flüchtigen Schimmer wie durch ein Mikroskop erhaschen können. Die Herrlichkeit des Universums werden wir ganz aus der Nähe dann betrachten können. Sünde wird dort nicht mehr existieren, sagt die Bibel, und auch nichts, was uns an das Gesetz des Bösen erinnert. Kein Schmerz wird existieren, alles wird durchdrungen sein von der Liebe Gottes. Doch wie kann ich Gott lieben, fragt sich vielleicht einer, da ich ihn hier auf der Erde doch noch nie gesehen habe. Er hat mich zuerst geliebt, ist die Antwort. Und eine weitere schöne Verheißung möchte ich hier erwähnen, die unser Weltbild als Christen grundsätzlich und grundlegend prägt, die für einen jeden Menschen gilt, der sich für einen Weg mit Gott entscheidet. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, spricht es so aus. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So ist der Charakter unseres Gottes, des Vaters im Himmel. Er gibt uns sein Bestes, seinen Sohn. Der Römerbrief sagt, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt also, dass wir jederzeit zu ihm kommen können, so wie wir sind. Wir können also Gott lieben, indem wir sehen und erkennen, wie Jesus war, als er auf dieser Welt lebte. Lass uns nun Jesus kennenlernen. Werfen wir einen Blick auf ihn, denn ohne das Werk Jesu zu verstehen, können wir kein biblisches Weltbild erstellen. Ganz zu Beginn hatte ich ja aus 1. Mose zitiert, worin es heißt, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Aber durch Sünde kann der Mensch ohne weiteres nicht mehr das Leben widerspiegeln, welches Gott für ihn vorgesehen hat. Ein Leben geprägt von anhaltender Liebe und Frieden, so sollte es sein. Doch die Bibel, also jedes Wort Gottes, hat die Aufgabe, uns wiederherzustellen in dieses ursprüngliche Bild. Die Bibel fungiert als ein Buch der Erziehung, der jedem Menschen frei zur Verfügung steht. Deswegen ist es ein heiliges Buch. Nicht dadurch, dass wir es zu Hause im Regal stehen haben, nicht dadurch, dass wir es anfassen, ja, oder sogar küssen, wie es manche Kirchen praktizieren. Nein, Jesus wird in der Bibel das Wort Gottes genannt. Er selbst ist die menschliche Offenbarung des geschriebenen Wortes. Er allein ist das Vorbild, dem wir nachjagen sollen. Und wir sollen über die Worte der Bibel und ganz speziell über das Leben Jesu nachdenken und das Erkannte auch in unserem Leben umsetzen. Der Gott der Bibel verlangt auch keinen blinden Gehorsam. Gott will uns erziehen und uns befähigen, Entscheidungen zu treffen, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. Sein Erziehungskonzept ist ganzheitlich und es ist wegweisend. Deswegen wird Jesus als das Wort und als das Licht bezeichnet, das Licht der Menschen. Schauen wir mal, was Johannes im 1. Kapitel des Johannesevangeliums sagt. Und wir lesen hier ab Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Diesem Text können wir viele Grundwahrheiten entnehmen. Doch eine ganz wichtige davon ist, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Wenn wir das Wort dieses lebendigen Gottes zu unserem Lehrbuch machen, dann kann Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit jegliche Dunkelheit vertreiben. Wenn Gott unser Führer ist, da kann er uns in alle Wahrheit leiten und uns alle Geheimnisse zeigen, die das Leben betreffen. Wenn wir also diese göttlichen Wahrheiten in unserem persönlichen Leben anwenden, wird das vollkommene Bild Gottes im Menschen wiederhergestellt werden. Und das vollständig. Kolosser 2, Vers 10 sagt, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt, damit mit er ist Jesus gemeint. Jesus ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also wir müssen alles Jesus übergeben. Und deswegen unser ganzes Leben, ja, und deswegen reicht es nicht aus, eine Öllampe zu Hause angezündet in einer Ecke zu haben stehen, vor einem Abbild Jesu, ja, und zu hoffen, dass diese Ikone einem Schutz gewährt. Die Bibel ist hier ganz klar. Sprüche 4, Vers 4 drückt das so aus. Dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote und so wirst du leben. Das, was uns wirklich verwandelt in Gottes Bild, ist die Herrlichkeit Gottes zu betrachten. Und was ist denn seine Herrlichkeit? Ja klar, es ist Jesus, der Sohn Gottes. Als Paulus dies erkannte, veränderte sich die Ausrichtung seines ganzen Lebens. Und deswegen beschreibt er es so im 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und durch das Betrachten der Wahrheit, das ist Jesus, sein Leben, sein Charakter, seine Worte, wird mit uns etwas gemacht. Wir werden verwandelt. Und das ist genau das, wie Gottes Bild in uns Menschen wiederhergestellt wird. Denn es ist uns ja bekannt, wenn wir Schlechtes betrachten, hat dieser Vorgang ebenso die Eigenschaften zu verändern und zu beeinflussen. Es ist wichtig, dass wir gut auswählen, was wir betrachten, womit wir uns beschäftigen, was wir lesen, worüber wir nachdenken und so weiter. Und noch viel wichtiger, gut auswählen, mit was wir unsere Kinder in Kontakt bringen, was wir erlauben, dass in ihren Gehirnen reinkommt. Wir wissen das aus der Erziehungswissenschaft und aus der Gehirnforschung, wie grundlegend die ersten Jahre eines Kindes sind und dass sie das Fundament für ihre Gedanken- und Gefühlswelt als Erwachsenen später bilden. Und wir sollten ein Fundament für unsere Kinder legen, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Das ist das Ziel unserer Erziehung. Wie bereits gesagt, aber weil es wichtig ist, sei es hier nochmal erwähnt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Doch diese Erkenntnis steht im Zentrum eines Kampfes. Der Epheserbrief macht uns diesen Kampf deutlich. Lesen wir dazu Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigem, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, und mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die Bibel spricht von einem Kampf, der gekämpft und der in einem Sieg enden soll. Dieser befindet sich vor allem in einer unsichtbaren Welt, der die ganze Erde in Mitleidenschaft zieht und der sich gleichzeitig im Inneren eines jeden Einzelnen von uns abspielt. Aber zum Glück, wir müssen diesen Kampf, der um die Wahrheit Gottes geht, nicht alleine kämpfen. Wir haben Gott an unserer Seite. Und wir dürfen uns freuen, jetzt schon, denn im Glauben können wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Und weil das der Hebräerbrief so schön ausdrückt, möchte ich euch diese wunderschönen Verse aus Hebräer 2, Vers 9 nicht vorenthalten. Darin steht Folgendes. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, also Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf dass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte.
Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, dass er der Anfänger ihrer Rettung durch Leiden vollendete. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da heilig, geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen und spricht, ich will deinen Namen verkündigen, meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Wenn wir also über Jesus nachdenken, dann sollen wir uns freuen. Ja, er hat gelitten, doch damit wir leben können und er ist ja wieder auferstanden und er wird als Gekrönter mit Herrlichkeit wiederkommen, um uns zu sich zu nehmen. Er ist unser Schöpfer, steht hier, durch den alle Dinge sind. Und er ist derjenige, der uns erlöst hat. Er nennt uns Bruder und Schwester. Wir sind mit Jesus verwandt. Und deswegen sollen wir hier in dieser Welt, die ja durchdrungen ist von so viel Bösem, Leid und Ungerechtigkeit, Jesus als einen Schatz suchen. Erkennen sollen wir, in welcher Beziehung Gott zu uns steht. Die Bibel leugnet ja nicht die Wahrheit, in der diese Welt eingetaucht ist, sondern sie beschreibt ihren Zustand haargenau, wie wir gesehen haben. Gleichzeitig zeigt sie aber auch auf, dass Gott ein Gericht bereithält, in dem jeder Mensch geprüft wird. Wir lesen in Jakobus 5, Vers 1 bis 6 folgende Gedanken. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Und er hat euch nicht widerstanden. Das, was wir hier gelesen haben, ist ein Bild der heutigen Zustände. Durch Unterdrückung und Ausbeutung jeder Art häufen einige wenige ein Riesenvermögen an, während das Schreien einer hungernden Menschheit zu Gott aufsteigt. Und Gott sieht alles und er ist ein gerechter Gott und jeder Mensch wird gemäß seinen Werken gerichtet. Das steht genauso im Buch der Offenbarung. Ich lese Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Denn im Gericht Gottes gibt es einen Maßstab und dieser ist das Gesetz Gottes. Und deswegen musste Jesus sterben, weil das Gesetz Gottes im Gericht den Maßstab darstellt. Und keiner von uns Menschen ist in der Lage, diesem Maßstab aus eigener Kraft gerecht zu sein. Zu einem hat Jesus also durch sein Blut die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen, ja. Aber zum anderen, und das ist auch wichtig, dass wir dies nicht vergessen, zum anderen befähigt er uns und er schenkt uns die Kraft, nicht mehr zu sündigen. Und erst so wird Gottes Bild im Menschen wiederhergestellt. Das Thema der Erlösung, welches tiefliegend ist, wird außerdem in einer weiteren Folge der Study Hour behandelt, so dass ich hier jetzt an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen werde. Wichtig ist, dass wir in diesem Zusammenhang verstehen, dass Gott sein Gesetz nicht annulliert. Und das möchte ich nochmal jedem ans Herz legen, dies zu verinnerlichen und darüber nachzudenken. Nur so verstehen wir nämlich die wahre Bedeutung des Opfertodes Jesu. Ellen White drückt das so aus. Gott annulliert nicht sein eigenes Gesetz, nein, der Herr rettet keine Sünder, indem er sein Gesetz außer Kraft setzt. Es ist das Fundament seiner Herrschaft im Himmel und auf Erden. Gott ist ein Richter, Wächter über die Gerechtigkeit und die Übertretung seines Gesetzes
sei es auch nur in einer Geringfügigkeit, ja, ist Sünde. Gott kann sein Gesetz nicht abschaffen und er kann die Sünde nicht zulassen, auch wenn es sich nur um eine Kleinigkeit handelt. Die Gerechtigkeit des Gesetzes und seine moralische Unantastbarkeit müssen aufrechterhalten und vor dem gesamten Universum gerechtfertigt werden. Und das konnte nicht zu einem geringen Preis geschehen als dem Tod des Sohnes Gottes. Ja, das Weltbild der Bibel, das sich an diese Welt richtet, ist nicht eins, das durch Leid geprägt sein soll, nein, und den harten Realismus aber aufzeigt, sondern es zeigt sich im Leben der Nachfolger Christi. Und deswegen muss dieser Welt eine letzte Gnadenbotschaft gegeben werden, damit jeder, der möchte, gerettet werden kann. Das Weltbild, das Gott uns zeigen möchte, ist durchdrungen von seiner Liebe. Und diese Liebe bedeutet, dass das Leben eines Gläubigen Gottes Herrlichkeit bezeugen soll. Jesus wirkt in unserem Leben seine umwandelnde Kraft, die uns stark darin macht, seine Gesetze zu befolgen, soll im Leben sichtbar gemacht werden. Denn Gott, der alle Menschen gleich liebt, möchte, dass jede Seele gerettet wird. Und wenn wir den rettenden Weg der Erlösung annehmen und auch andere durch unser Leben motiviert werden, diesen Weg zu gehen und für die Ewigkeit gerettet zu werden, können wir, und das tun wir dann auch, wir verherrlichen Gott in unserem Leben. Und wie gesagt, wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun. Wir können jederzeit zum Gnadenthron kommen, können jederzeit, wenn wir doch fehlen sollten, Gott um Vergebung bitten. Er vergibt uns sofort, das kennen wir, das wissen wir alles. Aber es ist wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass Gott seine Verherrlichung in unserem Leben vollbringen möchte. Und das kann gelingen, indem wir uns durch das Wort der Wahrheit, indem wir uns durch Gottes Worte, durch die Bibel jeden Tag stärken lassen und diesem Weg nachfolgen. Und weil die Liebe Gottes zu allen seinen Geschöpfen das Fundament von Schöpfung und Erlösung ist, muss die Liebe die Grundlage aller Erziehung sein, die sich auf ein biblisches Weltbild gründet. Und ich möchte den Vortrag hier beenden und schließen mit den Worten des Lehrers aller Lehrer, der sich wünscht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe hier aus Lukas 10, Vers 27 zitiert, doch dies ist ein Satz, der sich im Alten und Neuen Testament ganz oft wiederfindet. Vielleicht hier und da etwas anders formuliert, aber doch in seiner Grundaussage gleichbedeutend. Es ist der wichtigste Satz, der Gottes Gesetz beschreibt und seinen Wunsch für unser Leben. Wollen wir dem Wunsch Gottes nach Liebe nachkommen? Wenn die Antwort ja lautet, dann werden sich auch in unserem Leben alle Anlagen und Fähigkeiten zu einer vollsten und absoluten Schönheit entfalten. Und das betrifft unseren Körper, das betrifft unsere Seele und unseren Geist. Und so wird Stück für Stück Gottes Ebenbild in uns wiederhergestellt. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, lass uns diese Gedanken mit einem Gebet abschließen. Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken, dass du uns durch dein Wort in alle Wahrheit leitest und dass du uns Kraft gibst, durch dieses auch, Herr, in dieser Welt zu bestehen. Wir wissen, wenn wir uns nur ganz fest an dich halten und auch deine Worte beherzigen, Herr, dass es uns gelingen wird, dass wir eines Tages mit dir bis in alle Ewigkeit so verbunden sind, Herr, in einem Ort, wo es kein Leid, kein Schmerz, nur noch Schönheit geben wird. Und Herr, und auch wenn wir deine Worte hier in unserem Leben beherzigen, so wissen wir doch, dass unser Leben so schön ist. Und wir danken dir, Herr, für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Güte und für so viel Gutes, was du uns hier jetzt auf diese Erde bereithältst. Im Anblick zwar all diesen Leides, aber doch, Herr, in der Hoffnung und im Wissen, dass du ein gerechter Gott bist, der alles richten wird. Wir danken dir für deine übermäßig große Liebe. Amen.